die gestrigen Gedanken stichwortartig. Natürlich, es hätte nicht anders sein können. Warum hat sich diese Inneneinnistfunktion gerade an der Stelle angesiedelt, an der die Kloakenfunktion stattfindet? Ja, weil das Becken die einzige Wiege, der einzige schützende Ort ist und der einzige, das Abdomen darüber, der einzige weiche Ort, an dem sich das ausdehnen kann. Aber es braucht schon ein eigenes Höhlensystem. Es kann keine Arschgeburt werden. Aus dem Verdauungsschlauch zu kommen oder aus der Blase. Denn alle anderen Vorstellungen, dass Dionysos aus dem Schenkel des Zeus kommt, in den er hinein verpflanzt wurde, oder Athene aus der Achselhöhle oder dem Kopf Zeus, an der Stelle mit der festen Muskulatur würde sich das nicht als Inneneinnistfunktion möglich machen. Das ist der ganze einzige Ort im Organismus, wo das überhaupt geht, dass bis zur praktischen, bis zum Flüggetum einigermaßen innerhalb des Körpers hochzupäppeln zu dessen Schutz. Und dann die Mammalia-Funktion, welche den nuklearen Winter überleben ließ, nach dem Meteoreinschlag, der die Dinosaurier umbrachte, eben als weitere, für einige Monate hinreichende Funktion, aus den Fettreserven der Mutter Milch abzusondern, damit das bis in die frugale Jahreszeit, an denen dann wieder von außen genug Futter zur Verfügung steht, hindurchgepäppelt werden kann als weitere Schutzfunktion. Und das dritte, nächstes Video.